Hallo zusammen, das ist Sibyl vom Seela und heute geht es um den Spitzwegerich. Der Spitzwegerich ist eines von drei Wegerichgewächsen. Neben ihm gehört auch noch der mittlere und der Breitwegerich dazu. Spitzwegerich findet man sehr häufig auf Äckern oder Wiesen und auch ab und zu an Wegrändern. Da findet man jedoch häufig seinen großen flachen Bruder, der Breitwegerich. Der wächst nämlich extrem gerne entlang von Wegesrändern. Und je mehr er zertrampelt wird, umso besser wächst er. Man sagt übrigens auch, die indigenen Völker in den Vereinigten Staaten, die wussten immer genau, wo die Einwanderer unterwegs waren. Weil aus den grundständigen Blattrosetten wachsen, man sieht es hier sehr schön, relativ lange Stängel mit so ei- bis walzenförmigen Knospen. Die blühen nachher. Es gibt dann so schöne weiße Kronen bei den Blüten. Der mittlere Wegerich hat etwas feinere und die werden fast violett. Und der Breitwegerich hat etwas längere Zapfen. Aber wenn diese Blumen verblüht sind, dann entstehen in den Ähren kleine Samen. Und übrigens, damit du eine Idee kriegst, wie die Samen etwa aussehen, die sind den Flohsamen extrem ähnlich, weil diese gehören in dieselbe Familie der sogenannten Plantaginaceen oder eben Wegerichgewächse. Jetzt ist es so, die Samen vom Breitwegerich, die sind sehr viel klebriger als die vom Spitzwegerich und vom mittleren Wegerich. Und weil die indigenen Völker barfuß unterwegs waren und die Einwanderer häufig Schuhe trugen mit Profilen, sind die Samen in diesen Profilen, in diesen Rillen stecken geblieben. Und so haben diese Einwanderer die Samen weitergetragen. Wenn es dann zu Regen kam, sind nachher Wegerichgewächse durch die Erde gestoßen und somit wussten diese Völker genau, wo die Einwanderer unterwegs waren und haben dann diese Stellen entsprechend gemieden. Die verschiedenen Wegericharten, die standen schon bei den griechischen und den römischen Ärzten sehr hoch im Kurs. Die gequetschten Blätter wurden gerne genutzt, sei das bei Knochenbrüchen, bei Bisswunden von Tieren, aber auch bei Brandwunden. Man hat aber auch den Saft von diesen Blättern, wenn man die so schön quetscht, kommt er relativ leicht raus, gebraucht zum Beispiel bei Augenleiden oder bei Ohrbeschwerden, also sprich auch bei Ohrenentzündungen. Der Hahn hier hinten ist nicht zufrieden. Genau. Der Spitzwegerich zeichnet sich vor allem aber auch aus durch die entsprechenden Inhaltsstoffe. Auch Hildegard von Bingen hat ihn schon sehr häufig genutzt und sie sagte von seinen Qualitäten, dass er eher trocken und warm sei. Sie hat ihn innerlich und äußerlich genutzt bei auch Knochenproblematiken, vor allem aber auch bei Gicht und nicht zuletzt auch bei sogenanntem Liebeszauber. Wenn eine Frau oder ein Mann dem Liebeszauber verfallen war, dann musste er oder sie Spitzwegerich-Tee trinken, um davon wieder loszukommen. Die Inhaltsstoffe beim Spitzwegerich sind sehr unterschiedlich. Neben Schleimstoffen hat es auch Glykoside mit drin, Flavonoide sind auch Bestandteil und nicht zuletzt auch Bitterstoffe. Ein Stoff ist aber sehr bekannt beim Spitzwegerich, das ist das sogenannte Aukubin. Aukubin hat eine sehr stark wachstumshemmende Eigenschaft auf Mikroben oder Mikroorganismen und wird sogar als natürliches Antibiotika bezeichnet. Es hemmt effizient Entzündungen durch das vom Aukubin entstandene Aukubigenin. Dieser Stoff wirkt nicht nur bei Insektenstichen sehr stark juckreizstillend und nimmt auch den Schmerz. Er ist auch wunderbar bei Affektionen der Lunge. Und deshalb kann er
einerseits als Wundpflaster gebraucht werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Insektenstich habe, dann kann ich da mehrere Blätter vom Spitzwegerich nehmen, diese quasi miteinander verknüllen oder einen Knoten machen. Das ist eigentlich die effizienteste Art. Und dann wird das Ganze geknetet und gedrückt, bis der Saft austritt. Und dann kann man den auf die entsprechende Körperstelle auftragen. In alten Kräuterbüchern wird häufig auch geschrieben, dass man den Spitzwegerich in den Mund nehmen soll, ihn gut durchkauen soll und dann quasi so nass auf den Stich geben soll. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich finde Spitzwegerich ein sehr interessantes Kraut und gerade im Frühling, jetzt so anfangs Mai, findet man ihn in großen Mengen überall. Spitzwegerich hat eine sehr starke, auch entzündungshemmende Wirkung auf die Lunge und kann deshalb sehr unterstützend wirken bei allen, die irgendwelche Lungenprobleme haben. Seien das Raucher, die zum Beispiel Probleme haben, weil sie Atembeschwerden haben oder vielleicht die Lunge nicht ganz so funktioniert, wie sie sollte. Auch Asthmatiker oder auch Menschen, die andere Problematiken haben im Lungenbereich und merken, dass die Lunge nicht ganz das Volumen hat, das sie haben könnte. Und da gibt es wirklich eine Kur, die wunderbar funktioniert. Am besten startet man diese am 1. Mai und dann wird am 1. Mai ein Blatt Spitzwegerich gegessen. Am 2. Mai isst man zwei Blätter Spitzwegerich, am 3. Mai drei und so weiter, bis man beim 15. Mai angelangt ist. Am 16. Mai isst man auch nochmal 15 Blätter und dann am 17. Mai 14, am 18. Mai 13 und so weiter, bis Ende Mai hat man dann wieder null. Diese Kur ist sehr, sehr effizient. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, kann man dann die Spitzwegerichblätter einfach so essen? Das ist absolut kein Problem. Was einfach wichtig ist, dass du schaust, dass die vielleicht nicht gerade von einem Wegrand kommen, wo jeder Hund daran vorbeigegangen ist, oder von einer Wiese, die sehr stark gedüngt wurde mit Jauche. Ansonsten kannst du Spitzwegerichblätter überall pflücken und gut waschen. Man kann sie so direkt genießen vom Feld, das ist das, was ich jeweils gerne mache. Am Morgen, bevor wir zur Arbeit fahren, rupfe ich mir eins oder zwei aus davon. Oder man kann sie sehr gut auch in einen Smoothie stecken und dann pürieren. Ich mag aber Spitzwegerich besonders gerne im Salat. Dazu nehme ich die Blätter, schneide sie ganz grob klein, nachdem ich sie gewaschen habe, und gebe sie dann einfach über den Salat noch mit anderen Blüten, die im Moment blühen. Das können Gänseblümchen sein, das können die Herzken vom Hirtentäschel sein, das können aber auch ein paar Blüten vom Löwenzahn sein. Alles, was im Moment blüht, das ist sehr reich an Vitaminen, an Enzymen und das tut uns wirklich gut und hilft uns auch gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Ein Punkt ist noch wichtig. Bitte versuche, die Spitzwegerichblätter nicht am Abend zu konsumieren, denn der Spitzwegerich ist extrem schleimlösend und wenn du eventuell festsitzenden Schleim hast, dann wird der nachher über Nacht gelöst und dann kann dich ein eventueller Hustenreiz wachhalten. Also von daher vorsichtig sein und die Blätter über den Tag genießen, aber am besten nicht mehr nach 17 Uhr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like und wenn du keine dieser Folgen verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal. Bis gleich und einen guten Tag.